Guten Tag. Allgemeine Informationen zu Covid-19 sowie das Meldeformular für Reiserückkehrer, Bestimmungen der Maskenpflicht und vieles mehr finden Sie unter corona.so.ch. Für allgemeine Gesundheitsfragen zu Covid-19 melden Sie sich bitte bei der BAG Infoline Coronavirus 058 463 0000. Diese ist täglich von 6 bis 23 Uhr erreichbar. Für Einreisende oder Reisende bitte ich Sie, die BAG Infoline 058 464 4488 zu kontaktieren. Für eine telefonische Weiterleitung haben Sie folgende Möglichkeit. Fragen an das Gesundheitsamt, drücken Sie die Taste 1. Fragen zu Kurzarbeit, drücken Sie. Wir haben mal die 1 gedrückt, ja? Guten Tag und herzlich willkommen. Danke für Ihre Geduld. Ein Telefonberater wird Ihren Anruf entgegennehmen. Um die Qualität unserer Serviceleistungen zu verbessern, wird dieser Anruf eventuell aufgenommen. Wir versuchen, Ihre Wartezeit so kurz wie möglich zu halten. Es dürfte nicht länger als 1 Minute 37 Sekunden. Bitte haben Sie Geduld. Ihr Anruf wird gleich entgegengenommen. Wir rufen jetzt hier beim Gesundheitsamt an. Und zwar geht es um Schule Gunsken. Die Leute haben Androhungen bekommen zum Testen. Jetzt werden wir doch mal danach haken und nachfragen. Wir versuchen, Ihre Wartezeit so kurz wie möglich zu halten. Es dürfte nicht länger als 54 Sekunden. Bitte haben Sie Geduld. Ihr Anruf wird gleich entgegengenommen. Wir versuchen, Ihre Wartezeit so kurz wie möglich zu halten. Es dürfte nicht länger als 17 Sekunden. Bitte haben Sie Geduld. Ihr Anruf wird gleich entgegengenommen. 17 Sekunden, ne? Haben Sie Geduld. Ihr Anruf wird gleich entgegengenommen. Bitte haben Sie Geduld. Ihr Anruf wird gleich entgegengenommen. Kommt unser Lotto noch klein da, Mutzer? Grüezi wohl, mein Name ist Weber. Und zwar habe ich folgende Frage. Und zwar habe ich von der Schule Gunsken einen Brief bekommen. Test Android. Was können Sie mir dazu sagen? Ja, wir? Was? Ich habe von der Schule Gunsken einen Brief bekommen. Eine Testandrohung. Weil ein Schüler, anscheinend positiv war. Und jetzt haben wir da einen Brief bekommen. Der Absender ist zwar Schul, aber Ihre Name bzw. Ihre Adresse steht drauf und Telefonnummer. Jetzt habe ich da eine Frage, weil da, also ich weiß nicht, laut Gesetzgebung muss ich ja mein Kind nicht testen lassen, wenn ich damit nicht einverstanden bin. Geht ja um die. Okay. Oh,
Herr Weber, geben Sie mir doch bitte schnell den Vornamen an, dann würde ich weiterleiten zum Tracing-Team. Sie sind nämlich die Personen, die die Massnahmen entscheiden, ja? Und die vom Tracing-Team? Ja, mein Name ist Weber. Ja, und der Vorname von euch? Ah, Christian. Dankeschön. Ja, also, schauen Sie, Herr Weber, Sie müssen einfach wissen, die Leitungen sind im Moment sehr überlastet. Ich würde noch gerne verbinden, im Fall, dass ihr wieder rausgehen würdet. Sie haben uns noch einmal versucht, in 10-15 Minuten, dass die Leitung überlegt, gehen wir noch einmal in die Leitung, ja? Ja, aber ich meine, wenn, ja, das ist schon gut, aber ich meine, warum steht dann Ihr Name drauf, also Adresse drauf und Telefonnummer, wenn Sie mich eben nicht weiterleiten? Wie meinen Sie? Ja, auf dem Schreiben von der Schule steht eben das Gesundheitsamt und mit der Telefonnummer, wo jetzt auch Leute sind, steht drauf und nicht von Contact Tracing. Das hat noch direkt zu uns verbunden, aus dem Grund, wo die Leitungen sehr überlastet sind und es könnte sein, dass der rausgeht. Darum hat es noch direkt zu uns verbunden, damit wir schnell die Daten können aufnehmen und euch dann weiterleiten können. Okay. Ja. Ich kann schon einen Rückruf notieren, wenn Sie das wünschen. Nein, ich will das jetzt wissen, weil schlussendlich das Gesetz sagt etwas anderes, dass ich mein Kind nicht herstellen muss. Vor allem, was mich noch irreführt ist. Ich persönlich kann keine Massnahmen entscheiden, darum muss ich noch zum Tracing-Team weitergeben. Ich kann euch die Antworten so nicht direkt geben und darf so nicht. Ja gut, dann verbinden Sie mich mal, wenn das möglich ist. Mach ich. Aber wie gesagt, im Fall, dass Sie rausgehen würden, die 10-15 Minuten noch nicht versuchen, sonst kann ich einen Rückruf tätigen, wenn Sie das wünschen. Okay, ist gut. Danke nochmal. Merci. Bitte haben Sie Geduld. Ihr Anruf wird gleich entgegen. Hallo? 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 Wow, Anruf einfach beendet. Definitiv einfach beendet. Probieren wir es gerade nochmal. Corona-Hotline, Kanton Solothurn, guten Tag. Allgemeine Information. Drücken Sie bitte 1. Guten Tag und herzlich willkommen. Danke für Ihre Geduld. Ein Telefonberater wird Ihren Anruf entgegennehmen. Um die Qualität unserer Serviceleistungen zu verbessern, wird dieser Anruf eventuell aufgenommen. Wir versuchen, Ihre Wartezeit so kurz wie möglich zu halten. Es dürfte nicht länger als 1 Minute, 2 Sekunden. Hotline Kanton Solothurn, mein Name ist Schweizisch, wie kann ich euch weiterhelfen? Grüezi wohl, mein Name ist Weber und zwar habe ich Briefbücher von der Schule Gunsken. Und zwar geht es da um eine Testandrohung. Covid-19-Test-Androhung und jetzt wird er einfach da zur Stellung nehmen, weil ich lasse sicher mich nicht testen. Ich meine, Quarantäne ist... Sind Ihre Quarantäne in dem Fall? Ja, eben, die Quarantäne ist ja schon und jetzt verstehe ich nicht, warum man dann einen Brief rauslässt, wo drin steht, ja, ich muss mein Kind testen lassen, sonst kriege ich einen Bus über. Also das kann es ja nicht sein. Ich meine, ich habe mir jetzt da mal ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir auch die Gesetzeslage angeschaut. Und da wird ja dann, da es ja um mein Kind geht, erstens mal vom Testen her muss ich da gar nicht zustimmen, weil es braucht meine Einwilligung und zweitens mal ist ja eine Quarantäne schon verhängt worden, also warum muss ich dann das Kind auch testen, also ist ja Schwachsinn und dann noch zu drohen mit einer, ja wenn man in der Schule anruft, zu drohen mit einer Burs von 10.000 Franken, also das ist schon relativ happig, muss ich das sagen. Wer hätte noch froh mit einer Burs? Schule Gunsken. Gut, also die Schule hat sie so nicht angefangen. Also ja, aber wie ist euer Name? Mein Name ist Weber. Na, Weber. Also ich finde das schon ein bisschen krass, weil die kommen eben mit so einem offiziellen Schreiben
Und zweite Seite ist dann, steht das eben drauf mit der Androhung. Also bei euch auf dem Platz steht jetzt nichts drauf von irgendwie Bus und so. Aber ich finde da, also ich weiß nicht, wenn es jetzt sie die Brief in der Schule geben, ich würde die schon ein bisschen anhalten und mal fragen, ob die überhaupt noch da wissen, was sie sagen. Weil schlussendlich kann man das zurückverfolgen auf sie, weil ja der Name ihrer, ihrer Behörde hier auf dem Brief steht. Dann lüte ich sie jetzt auch an, oder? Ich muss auch schnell weiterleiten. Bleibt ihr am Apparat, oder? Ja, ich bin eben schon dran gewesen und eben, das hat einfach abgebrochen. Okay, also wir probieren es noch einmal, ne? Ja, bitte. Bitte haben Sie Geduld. Ihr Anruf wird gleich entgegengenommen. Contact Tracing Solothurn, Grüße. Mein Name ist Weber und zwar habe ich eine Frage und zwar hat die Schule Gunsken ein Brief klar, wo es darum geht, dass das Kind eben positiv getestet worden ist und jetzt tut euch die Schule anhalten bzw. androhen in ihrem Namen, dass wir mit unseren Kindern testen lassen, obwohl die Kinder schon bereits in Quarantäne sind, also verstand da nicht ganz den Zusammenhang. Und die Schule Gunsken eben lanciert bzw. sagt noch dazu, dass wenn wir das nicht würden machen, dass es dann eine Buß geben würde von 10.000 Franken. Also ich würde da mal jetzt irgendwie eine Stellungnahme, weil die Schule ist nach meines Erachtens nicht kompetent, Buße zu verhängen. Nein, das ist, also die Schule wird sicher keine Buß verhängen. Wenn jemand eine Buß verhängt, dann müsste schon ein Strafanzeiger folgen, oder? Eben ja, darum, also, darum rufe ich jetzt mal bei Ihnen an, weil eben die Adresse, weil eben die Adresse von Ihnen auf dem Beiblatt gestanden ist, oder? Und ich dachte, ja gut, also die Schule kann A, weil ich mich schon rechtlich eingelesen habe in vieles, erstens mal E, eine Buß kann nur nach einem Urteil verhängt werden oder nach einem Übertretungsverfahren. Und das ist ja hier nicht der Fall. Und eben Punkt, das wäre mal Punkt 1, den habe ich jetzt nicht so schlimm angeschaut, was einfach für mich sachlich mal informativ sicher wäre oder frageoffen wäre, wenn die Kinder ja eh schon in der Quarantäne sind, wieso muss man da noch eine Testandrohung machen? Kann die Schule das, darf die Schule das, darf die Schule androhen, wenn eh die Quarantäne bald vorbei ist, dass die Kinder müssen sich testen lassen? Ich kenne den Fall jetzt nicht. Ist es ein mutierter Virus? Nein, nein, es ist ganz normal. Statt drin eben Covid-19, ein Mitschüler sagt das, oder Covid-19 positiv getestet und dann steht eben das Beib. Ja? Hat ihr eine Verfügung von uns bekommen? Eben, sehen Sie mal schnell, ich schaue das jetzt mal raus, weil ich habe eben das einerseits habe ich Brief bekommen. Und andererseits habe ich ein E-Mail bekommen, das ist aber total unübersichtlich, das Ganze. Darum lüte ich jetzt einfach mal an, ob das überhaupt stimmt. Und zwar ist das Testandrohung, 4. Klasse. Ja, das ist von Ihnen. Und zwar. Also, wenn es von uns, wenn es vom Gesundheitsamt kommt. Ja. Dann ist eine amtliche Verfügung, dann gilt sie. Ja, aber das ist ja Testandrohung und Rechtsmittel ist ja 10 Tage Dings, Einsprachefrist, ne? Das steht ja auch noch drauf. Aber rein theoretisch vom Gesetzlichen her, wenn ich mein Kind nicht lasse testen, dann muss ich es ja nicht testen lassen. Weil es geht ja auch Patientenrecht, beziehungsweise geht ja auch das körperliche Identitätsrecht, dass ich das Kind nicht muss einen medizinischen Eingriff stattfinden lassen. Also, ich bin keine Juristin, aber wenn eine Rechtsmittelbelehrung drauf ist, dann ist eigentlich das der richtige Weg. Ja, aber statt drin bei Fragen sollen wir sie anrufen, jetzt mache ich das. Und das Gesundheitsamt, wo ich vorher angerufen habe, hat mir jetzt auch gesagt, dass sie mir die Frage beantworten und jetzt sage ich sie mir, ich muss Rechtsmittel einlehren. Also, schauen Sie, ich bin Vater von 2 Kindern, verstehen Sie? Und ich werde einfach wissen, was jetzt praktisch... Und ich werde mein Kind sicher nicht testen lassen. Hundertprozentig nicht. Aber wirklich, wenn ihr eine Verfügung von uns habt überkommen, vom kantonsärztlichen Dienst, also vom Tracing von uns, dann gilt die und dann ist das rechtsverbindend. Dann kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich kenne jetzt den Fall nicht, ich habe Ihren Namen auch nicht richtig verstanden, es tut mir leid. Mhm.
Ja, also, aber der Test, auf welcher Gesetzeslage ist der dann angeordnet? Ich meine, es muss ja das Gesetz drauf sein. Verfügung muss ja dann laut StPO muss eine Verfügung namentlich ausgestellt sein und die Verfügung ist ja nicht namentlich auf mich ausgestellt, sondern es ist eine allgemeine Verfügung und die Verfügung ist per E-Mail gekommen. E-Mail ist eh schon mal nicht rechtsgültig und zweitens mal muss eine Verfügung laut StPO namentlich angeschrieben worden sein. Das heißt, sie müssen mir das ja, sowieso per E-Schreiben zusenden und für uns ist sie gar nicht rechtsgültig. Ich kann euch wirklich keine rechtliche Auskunft geben. Und die Problematik, die muss an Rechtsdienst vom Kanton. Also am besten tut ihr uns ein E-Mail schicken, weil das ist sehr ein heikler Fall. Ich verstehe euch gut. Also, ja, jedes Verständnis für euch. Aber ich bin jetzt wirklich nicht befugt, eine Rechtsauskunft zu geben, was ist. Ich weiss einfach, wenn ihr eine amtliche Verfügung habt, dann gilt sie und dann ist Rechtsmittel. Aber ja, weder Verfügung von mir noch kenne ich den Fall jetzt in- und auswendig. Ja, also die sind jetzt einfach über die Hotline-Nummer reingekommen und das überschreitet meine Kompetenz, ihnen eine Rechtsauskunft zu geben. Wirklich. Ja, aber dann... Mir ist sehr leid, ich kann euch gut nachvollziehen, aber ich bin keine Juristin. Ja, gut, das verstand ich schon. Dass sie keine Juristin sind und vielleicht dürfen oder können sie keine Auskunft geben, wie man ihnen vielleicht das untersagt hat oder was auch immer, oder weil sie eben keine Juristin sind, oder? Aber nach meines Erachtens gilt, ich habe da eben schon mal auch mit Zürich telefoniert gehabt, weil ich eben eine Kollegin habe, die in Zürich wohnt und da das gleiche Problem war. Und da hat man mir können beim Contact Tracing Team sagen, eben, wenn ich das nicht will, dann muss ich das nicht machen. Also schlussendlich, eine Verfügung muss ja namentlich ausgestellt worden sein. Weil eine Verfügung, die im Allgemeinen ist und eh erstens mal per E-Mail kommt, E-Mail ist ja eh unrechtsgültig, ist nicht rechtsgültig. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Das kann ich nicht ganz sicher sagen, dass das nicht stimmt. Aber dann müssen Sie ja lesen bestimmt. Was Zürich sagt, gilt für den Kanton Solothurn nicht. Also, die Covid-Verordnungen, die sind alle kantonal geregelt und wir tun alle Verfügungen per E-Mail, also was jetzt das Contact Tracing anbetrifft, gehen nur die Verfügungen per Post raus, wenn jemand keine E-Mail-Adresse hat. Und die sind alle rechtsgültig gegenüber, zum Beispiel wenn jemand einen Wertersatz braucht oder gegenüber einem Arbeitgeber. Ja. Also, das ist jetzt nicht so, dass die nach einem Jahr plötzlich nicht mehr gelten. Also, und wenn Zürich euch, wenn jemand vom Contact Tracing oder so von euch sagt, das ist es so, dann ist es im Kanton Zürich so. Aber wir haben hier in der Schweiz eben den Föderalismus mit jedem Kanton, hat auf der Bundesebene gibt es eine Covid-Verordnung und dann gibt es noch immer eine kantonale. Ah, das weiß ich schon, dass jeder Kanton selber darf entscheiden. Aber eben StPO ist ja landesweit, oder? Strafprozessordnung ist ja landesweit und der Zivilgesetzbuch ist auch landesweit. Also da wüsste ich nicht, dass irgendetwas kantonales Recht anders geschrieben worden ist. Aber auch dort steht drin, dass ich mich solche Sachen entziehen kann, wenn es so um meine Gesundheit geht. Rein theoretisch auch im Zusammenhang mit mit Patientenrecht, wo es drin steht ja auch drin. Ja. Weil das ja ein medizinischer Eingriff ist, kann ich dem auf eigene Gefahr sagen, ich mache das nicht. Das übersteigt meine Kompetenz. Nein, tut mir leid, da müsst ihr wirklich per E-Mail reinkommen, das muss an die Rechtsabteilung und Departementen sind. Das ist nicht beantwortbar, das tut mir wirklich leid. Ich kann mich da nur in die Nässe setzen, wenn ich sage, ihr müsst es nicht machen, weil ich nicht weiss, ist es ein mutierter Virus, was ist es, von wo ist die Nico, ist es ein Cluster, ich muss eine ganze Klasse in die Quarantäne, das sind alles Faktoren, die zählen, ja. Ja, aber ich meine, das Witzige ist ja noch, die Quarantäne ist ja bald vorbei. Verstehen Sie? Noch circa 2 Tage, oder? Und wenn meine Kinder irgendwie krank wären, dann hätte ich das ja wahrscheinlich gemerkt als Daddy. Also, es ist ja nicht übersehbar, so etwas, oder? Gut, also, Kinder können ja auch ohne Erkrankung positiv sein. Das ist ja so. Das muss nicht einfach unbedingt, mit der Erkrankung dort reingehen. Gerade bei Kindern, gerade bei jüngeren Kindern.
Okay. Also das ist einfach Fakt, oder? Also. Das ist Fakt, also haben sie in dem Fall. Kinder könnten so weitergeben, ohne dass sie erkranken, ja. Also in dem Fall haben sie dann, wenn sie so überzeugt redet, haben sie in dem Fall schon mal so einen wissenschaftlichen Infektionsnachweis gesehen von dem mutierten Virus. Wo könnte das belegen? Weil ich meine, ich würde ja gerne, also eben, ich kenne mich mit der Lage nicht so. Ich verstehe euch wirklich, aber die sind die falsche Person, wirklich. Ich kann Hotline-Fragen beantworten, wo ich im System nachschauen kann, aber mehr, ich kann weder über Wissenschaft noch über Recht eure fachkundige Auskunft geben. Okay, aber also was für Fragen können Sie denn beantworten? Ja, wenn Sie zum Beispiel mir eine Fallnummer sagen und ich kann eine Verfügung anschauen, ich kann über Quarantäne durch, ich kann über Verkürzungen, ich kann über sättige Sachen, einfach über Alltagsfragen. Ja, für das bin ich auch angestellt und für das nehme ich die Hotline ab. Aber ich darf weder über Gesundheitssachen, ich kann das nicht über wissenschaftliche Studien, weil das sind hunderttausende wissenschaftliche Studien. Genau. Und ich bin keine Juristin, ja. Okay, also. Das ist eben das Problem, ich kann ja nicht einmal eine Frage. Ja, aber lassen Sie euch wirklich per Mail als tracing@ddi.sv.ch gelangen mit dieser Frage. Ich könnte mich dort auch über mich beschweren, dass... ich beschwere mich nicht über Sie. Ich beschwere mich sicher nicht über Sie. Ich denke mal, Sie können es nicht, weil Sie es vielleicht nicht gelesen haben oder Gesetze nicht gelesen haben oder eben das nicht wissen, weil Sie keine Juristin sind. Und eben wissenschaftlichen Infektionsnachweis, dass Sie darüber nicht wissen, das kann ich auch nur noch vollziehen. Wir dürfen keine Gesundheitsauskünfte geben. Sie dürfen nicht. Wir wissen auch nicht, wer hinten am Telefon steckt. Und ja, wenn ich es nicht kann nachvollziehen, wenn ich keine Fallnummer und kein Papier vor mir habe, dann tut es wirklich meine Kompetenz überschreiten. Mhm. Oder dann kann ich jetzt euch sagen, ich habe volles Verständnis für euch und und ich bitte euch einfach per Mail an uns zu gelangen, dann geht es auch an Rechtsdienst, dann wird es eine richtige Person und dann habt ihr nachher auch einen Juristen als Ansprechpartner. Okay, und wie schnell bekommt man dann in der Regel Antwort? Also das kann ich auch nicht sagen, weil es kommen relativ viele Anfragen rein. Also, das glaube ich Ihnen. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ihr jetzt gerade eine Antwort von mir bekommt. Also von mir, vom Anruf. Ja. Weil eben die Sache ist ja... In Regel werden sie schnell beantwortet. Weil die Sache ist ja eigentlich ist ja die Quarantäne bei 2 Tagen vorbei. Wissen Sie, was ich meine? Und eben, dass man so kurz davor so einen Test-Android bekommt, also das ist schon... Ihr witzig, sage ich mal ganz ehrlich, also das ist unseriös, total unseriös. Erstens auch von der Schule, zweitens dann... Aber habt ihr schon mit der Schule Kontakt aufgenommen? Also, und ich nicht direkt, aber eine... war auch aus der... Direkt? Ja, wartet Sie, ich habe schnell, jetzt... Doch nicht direkt, ja, dann ist nachher der Hintergrund auch klar. Los, jetzt ist schnell, jetzt ist aber die Sache, eben jemand hat dort angerufen, auch von der Klassenkamerade, also... eine Klassenkameradin von uns, und sie hat eben nachgefragt, und dann hat man ihr gesagt, ja, wenn man den Test nicht für Türe führen wird die Schule im Namen des Gesundheitsdienstes und dem Contract Tracing Team ein Plusverhängnis von 10.000 Franken. Und das ist ja eben die Frage auch schon ziemlich... Ja, die Schule kann nicht, also das müssen wir beide als die Schule euch nicht ein Plus auferlegen. Aber wisst ihr, wenn jemand anders anruft und nachher euch etwas erzählt, das ist immer verfälscht. Die Leute doch selber an und fragen nach dem rechtlichen Hintergrund. Derjenige, der euch die Verfügung geschickt hat, muss ja wissen, was er verschickt hat. Ja, aber da muss halt dann Rede und Antwort stehen. Ich kann nicht sagen, im Namen von uns werden die geprüft, weil wir tun auch nicht büßen. Ja, das verstehe ich. Wir stellen keine Bussen aus. Außerdem kann man in dem Sinne ja gar keinen Buß zustellen. Wenn man sich eine Verfügung, dann ist die maximale Buß laut SDPO von der Verfügung ist maximal 500 Stutz.
wenn überhaupt. Und ich denke mal, also hier mit 10.000 Franken, da hat sich aber die Schule namentlich ziemlich hoch rausgehängt aus dem Fenster also, im Namen vom Gesundheitsamt. Ja gut, die Covid-Verordnung ist ja jetzt auch laut Dings, habe ich ja gesehen, laut OBG, also laut Bußgesetz, haben sie jetzt verankert, da sind ja ein Zusatzraum, also Mutationsgesetz, wo ihr sagt, dass die maximale Buß bei einer Wiederhandlung 500 Stutz sein kann. Und der für 4G ist ja kantonal geregelt, das heißt, es wird das kantonale Gesetz ja, gelten. Ich habe sie jetzt nicht hier am Telefon herabgegeben, als wenn ich nicht an der Verfügung halten. Okay. Ah, das machen wir dann. Das machen wir. Und Sie haben keine Angst, ich werde Sie sicher nicht anschwärzen und sagen, Sie haben mir keine Informationen gegeben. Sicher nicht, weil Sie dürfen es ja nicht. Ich habe nicht Angst, weil ich habe Kompetenz nicht. Für das, was ihr braucht, habe ich schlichtweg Kompetenz nicht. Aber dann, ganz ehrlich, darf ich Ihnen einen Tipp geben? Vielleicht können Sie das rasch notieren. Vielleicht, weil das noch hilfreich ist, wenn man doch so eine Verfügung rauslässt. Also das ist ja regelrecht, die Verfügung ist ja vom Gesundheitsamt. Dann würde ich aber da nicht die Nummer vom Gesundheitsamt draufschreiben, sondern wirklich mal die Nummer entweder A von der Staatskanzlei, die das eh wird verfügen, oder wo man eh Einsprache macht und nicht die Nummer von Ihnen und vom Gesundheitsamt, weil da ist der komplette falsche Ansprechpartner drauf. Und das ist eben dann auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, okay, das macht das Ganze noch mehr unseriös. Weil ich lüte jetzt an, weil der Strafstaat, eben, man kann dort Kontakt aufnehmen, sie geben rechtliche Auskunft. Jetzt lüte ich an und sie sagen, sie dürfen, beziehungsweise nein, sie können es nicht. Und das finde ich einfach total komisch, weil die E-Mail, wo er draufsteht, ist auch von Ihnen. Also vom Gesundheitsamt. Aber ich werde das jetzt so machen, ich werde da mal eine E-Mail schreiben und dann einfach mal fragen, was da jetzt Sache ist. Und ja, dann werde ich mal der Schule nochmal auf die Finger schauen. Mit der Dringlichkeit schicken. Ja, das mache ich doch gern. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Arbeitstag am Telefon. Ja, und tut mir leid für die Situation. Sie ist wirklich sehr schwer. Ich kann wirklich sehr gut nachvollziehen. Ja, aber shit happens, ne? Kann passieren, oder? Haben Sie auch Kinder in dem Fall? Genau. Ja. Okay. Genau. Ich hoffe, Sie machen das nicht mit. Aber gut, das ist Ihre Entscheidung, ne? Ja. Hey, alles gut bei mir. Also gut, dann bleiben Sie gesund. Gute Zeit. Und bleiben Sie motiviert, gell? Ja, ich auch. Ja, ich bin sicher motiviert. Merci, danke, ade, ciao, ciao. So, liebe Leute, jetzt habt ihr mal das Telefonat mitbekommen. Ich habe jetzt einen Auftrag gehandelt, weil ich da Unterlagen bekommen habe von einer Mutter, die ganz empört war und mir da geschrieben hatte. Und da dachte ich, muss ja noch schnell nachgehen. Das habe ich jetzt gemacht. Leider geht das etwa eine halbe Stunde. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich da jetzt einen Break mache. Handyfrage, Handy bis zum Klären. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Falls ihr jetzt auf Facebook mit zuschaut, beziehungsweise in Facebook seid und das Video anschaut. Oben ist der Link zum YouTube-Channel. Da könnt ihr gerne adden, abonnieren und das Glöckli klingeln lassen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Loget ihr aber auf YouTube da, dann gebt doch einfach mal einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Und unten in der Description steht unsere Verbindungen, das heißt unsere E-Mail-Adressen und so weiter, Links zu der Webseite. Also, es war schön, dass ihr dabei seid und auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und das war's mal wieder mit Hey Chris, wie ist das genau?